Grüß euch Leute, was geht? Hinter mir seht ihr wieder mal den Mann aus Wien, der Flotschi ist dabei. Gestern Göll Ostwand in die Berchtesgadener Alpen und heute eine richtig schöne Tour gegenüber vom Watzmann in die Berchtesgadener Alpen. Wir sind gerade in der alten Westwand von der Watzmannfrau auf so einem Bantel. Ca. 100 Höhenmeter unterm Gipfel. Wird ein richtig cooles Video, auch wieder ohne Musik hinterlegt, ganz true, ganz ehrlich, ganz authentisch. Viel Spaß, kommt mit bei der Tour. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt, wenn es euch nicht gefällt, einen Daumen nach unten da. Fragen, wenn ihr habt, unten rein in die Kommentare, beantworte ich gern. Und freuen würde mich auch über viele neue Abos am Kanal, die derartige Touren in Zukunft nicht mehr verpassen wollen und uns unterstützen wollen. Gehen wir auf, viel Spaß! Startparkplatz, Hammerstuhl, kostenpflichtig. Was hat es eigentlich gekostet, Flo? 3 Euro für einen Tag. Okay. Das heißt, da bist du einfach günstiger wie in der Ramsau. Wo sind wir jetzt? Ein Hammerstuhl. Wir gehen jetzt da rein, Richtung Kürrent. Und da biegen wir aber vorher nach rechts ab, ins Watzmannchor rein. Und dann gehen wir rapidi zappidi zuck 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 auf den kleinen Watzmann auf und rapidi zappidi zuck 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 über den Gendarm und Normalweg wieder runter. Und vielleicht kehren wir da noch ein auf ein Bier, gell? Eigentlich sind wir nur wegen einem Bier da. Eigentlich schon, ja. Ich dokumentiere jetzt den Weg da rein, nicht weiß gerade wie gut. Wenn es den Zustieg Kürrent mal genauer sehen wollt, ich verlinke da oben und da unten ein Video, wo mir ein Markus im Watzmannchor war. Markus, wenn du zuschaust, einen schönen Gruß. Auf jeden Fall, heute geht es voll geschmeidig dahin. Gestern gehe ich Ostwand gegangen. Das Video dazu auch unten verlinkt. Die Füße haben wir mal weh noch, aber heute bin ich mit den Wildfire unterwegs. Richtig angenehm. Und lieber du auch ausschnaust. Aber Wiener Schnitzel war halt schon was Gutes. Und es stimmt, ist hinter uns die Benzinkurven. Da ist das Watzmannchor angeschrieben. Bis du hergehst, ein bisschen über 5 Kilometer und 420 Höhenmeter. Hinter uns ist jetzt der Falzsteig, Abzweiger ins Watzmannchor, Flotschi kommt da jetzt auch gleich daher. Und der Falzsteig, das ist ja Verbindungsweg vom Watzmannhaus zur Kürrentalm. Und direkt Kürrent sollten wir noch über den Normalweg wieder runterkommen. Jetzt sind wir eh schon im Chor herinner und da hinten rauf geht unsere Route auf die Watzmannfrau. Da rechts ist der Watzmann, heute ein bisschen in die Wolke und vorne sind die Kinder. Da vorne die Jungfrau, wir sind jetzt beim Stammerl links abgebogen. Da hinten ist noch nicht der Einstieg. Also, keine Ahnung, ob die nach dem Video auch noch da stehen. Kann gut sein, dass die irgendwer weg tut, der nicht will, dass man einen Einstieg findet. Aber cool, schaut es trotzdem aus. So, da vom Flo sieht man schon einen Einstieg. Und da vorne, falls ihr seht, gingen auch drei in der Route. Ja, also wir stehen jetzt beim Einstieg, von da unten sind wir raufgekommen. Klettergurt an, Seil bleibt vorerst am Rucksack kommen. Auf Alpintouren kommen, habe ich eine Beschreibung gelesen, laut der sind 26 Seillängen, wenn du das alles durchsichern würdest. Aber es ist alles nicht sehr schwer, ein
paar Dreierstellen sind drinnen. Und wir werden das Seil noch rausfangen. Wir werden uns abwechselnd wieder ein bisschen filmen. Ich hoffe, der Flo filmt auch wieder ein bisschen. Dann gebe ich jetzt die Kamera in die Hand. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Der Einstieg geht da vom Flo so rechts auf ein Bantl. Gell? Fix. Fix. Let's start. Ach schau, da ist ein Schlaghaken. Markiert den. Ja. Direkt da. Herr Böhm, erzähl uns, wo sind wir jetzt gerade und was tust du da? Im alten West und jetzt tun wir uns anseilen für die Querung. Die ist ein bisschen ausgesetzt. Und dann werden wir wieder ohne gehen wahrscheinlich. Komme! Da war ein Hackl gewesen. Was? Da war ein Hackl gewesen. Kommt die Schlüsselstelle. Jetzt kommt die Schlüsselstelle. Gewaltig! Ist da sogar was drin, oder? Ja, ja. Aber das macht eh Sinn da.
Entschuldigung. Ja, ist doch nicht die Schlüsselstelle. Jo, ich warte schnell. Wenn es von unten so sechs Gelder meint man jetzt gar nicht, dass man da so leicht weitergehen kann. Aber das quert dann alles nach links raus. Wilde Hunde waren ja da die Ersten, die da rauf sind. Du musst ja das erste Mal finden. So einen Pioniergeist musst du haben, das ist ein Wahnsinn. Ja. Weil die Wand schaut ja von unten so abweisend aus. Ja. Und dann immer wieder gibt es schöne Möglichkeiten durch. Ja, ja. Absolut, ja. So, der von mir vorgeht, das ist auch nicht. Das ist der Vorteil vom 60 Meter Seil jetzt. Aha. Also danke fürs Führerlassen, gell? Ja. Ich habe jetzt meine Geldtasche nicht mit, ich hoffe, der Flo hat genug viel abgekommen. Ja, geht eine Runde auf uns. Das hoffen wir auch. Ja. Weil er gut dabei hat. Aber Alpine im Moment ist du schon gut gesponsert. Dankeschön. Gut, das. Klingt gut, ja, geht gut. Okay. Passt.
Hat er da irgendwas hingekommen? Nein, doch, zwei kommen her. Also da vorne, super. Da ist ja auch noch mal ein paar Hackel da. Ja, passt, super, dankeschön. Ja. Bis später. Nein. Bis beim Bier dann. Ja. Also auf Kürbeln zeigen wir uns sicher. Ich sage ihm das, dass wir euch was schulden. Nein, aber eine Runde Bier geht recht auf uns. Das war's, oder? Oder das ist? Ja. Da wo mich gerade auf auch nullert. Ich hab noch nicht ausgehängt, gell? Warte. Die Frage ist nur hier. Gib mir mal ein bisschen Seil noch. Passt, ich bin da durch. Habt ihr damals überhaupt ein Seil mitgehabt, wie es das gegangen ist? Alter. Du bist ein wilder Hund, Flo. Der Hund ist wild. Weil da rauf ist der Fels schon ein bisschen angeschmiert. Wie viel Geld hast du mit? Ich habe einer gesagt, auf Kürrent gibt es ein Bier für sie fürs Vorlassen. Ist jetzt ein einfacher, oder? Ja, wir müssen da rüber zu den anderen Stücken und dann da das Baum drauf. Das ist jetzt so quasi Gehgelände. Ja, dann gehen wir wieder seilfrei. Ja. Jetzt komm ich immer daher. Ich komm da hinter dir rauf, gell? Achtung. Ja. So. Super. Ich steh da, hey, super Flo. So, ich will hier mal einhängen. Ja. Oh, komm ich noch ein bisschen für. Ja. Also ich glaube, das müsste da sein, weil nach der Schlüsselstelle gleich einmal rechts. Da geht es noch vier wahrscheinlich und nach und da so rauf. Ja, genau. Da ist echt zum Aufpassen mit den Steinen. Ja. Die Routen geht direkt unterhalb durch. Hey, schau, ich suche mal die einfachste Variante aus, so einfach. Thank you.
Falls ihr seht, da unten kommt jetzt der Flo daher. Aber das schaut so cool aus. Ich bin da eigentlich gerade voll steinschlagsicher. Außer die ganze Wand fällt mir auf den Schädel. Super! Schaut super aus! Ich quer rechts raus, ja. Das habe ich mir schon so angeschaut. Ist schwerer. Genau, ist für mich auch die logische, einfachste Linie. Schaut eher ganz kompakt aus. Da ist auch ein Hackel drinnen sogar. Juhu! Gewaltig! Sankt Bartholomä! Super, Franze! Sag ich da. Ganz gewaltig. Jetzt haben wir die Frau vom Watzmann gleich bestiegen. Jetzt besteigen wir sie, gell, Flo? Meisterschön. Wunderschön. Haben wir uns einen besseren Gipfel wie ein Watzmann da drüben herausgesucht. Super. Und dann oben auf ein Bier. Da hinten müssen wir runter. Ja. Aber ich hab da oben dort, da ist das Bier. Da vorne. Ach so, da unten ist Kühlräum. Ja. Da ist die Biermaschine. Das ist der Scheiß, weil, ja, jetzt weiß ich es wieder, beim Abstieg, man sieht die ganze Zeit die Hütte. Ja. Und denkt sich, ah ja, wann sind wir endlich unten? Ja. Und von da unten sind wir aufgekommen. Rapidi, zappidi, zuck, zuck, zuck. Ja, wir sind im Hirtshorn auf der Watzmannfrau herum, 2300 und ein bisschen was. Und die zwei Seilschaften, die wir gehabt haben, die sind mittlerweile auch herum. Wir sind ziemlich zeitgleich aufgekommen, die sind auch alles seilfrei gegangen. Die drei haben uns sogar gesagt, kein Problem, wenn sie im Video drinnen sind. Herzlichen Gruß, es wird sicher zuschauen, hat mich voll gefreut. Und generell, es ist da herum einfach immer ein Traum. Schaut mal da hinten. Geht ins Hagengebirge, Hochkönig eine, da fuhren das steinerne Meer, da drüben heute der Watzmann in die Wolken, da fuhren aus geht es ins Lattengebirge und zum Untersberg, das Berchtesgadener ist da fuhren und da drüben der Hohe Göll, wo wir gestern eben die Göll Ost gegangen sind. Von da sind wir hergekommen und fuhren gehen wir runter, da unten 16 Königssee und das ist doch ein richtiger Wiener Knackhorsch, oder? Gewaltig, sage ich da, gewaltig. So, pfiat die Watzmannfrau. Danke fürs gut auflassen und hört dann bitte gut runter. Also Leute, ich nehme jetzt vom Abstieg wirklich nicht viel auf.
Ich zeige euch das Stück mit dem Gendarm, noch mit der GoPro am Kopf drauf. Es ist aber dazu zu sagen, dass es noch ein paar andere Stellen gibt, insbesondere da oben, zwar Kletterei, Kraxelei, die definitiv zu machen ist. Und nachher, wenn wir wieder safe sind, dann mache ich ein Resümee. Bleibt unbedingt dran, es gibt einiges zum Sagen noch. So, da ist jetzt der Stand. Jetzt kommen wir zum Gendarm. Ausgesetzt der Zwarer. Gewaltig! Doch, das ist nicht ausrutscht. Ja, ist schon abgespeckt. Du musst rechts unten fliegst, landest in den Latschen und links bist du Gatsch. Du fliegst leicht und links ist scheiße. Links ist scheiße, rechts. Also wann fliegen noch an rechts? Dann hast du bessere Chancen, oder wer? Ja, hätte ich schon gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Gewaltig! Mega gewaltig! Schaut gut aus. Kannst da runter oder direkt, da ist halt ausgesetzt. Bei dir, oder? Ist ausgesetzt da, oder was? Da runter, und wenn du da direkt runter, dann... Ich werde da schauen. Ich werde das da umgehen. Da ist sogar eine Schlinge zum Eingreifen. Gewaltig! Schon vorbei. Und da war der nächste Stand. So, ich kann das Bier schon riechen. Da vorne ist geräumt. Und ich mache da jetzt ein kleines Resümee zur Überschreitung der Watzmannfrau über die alte Westwand auf und über den Normalweg oben. Ihr könnt euch einiges an Zeit und vor allem auch an Kraft ersparen, wenn ihr von Hammerstiel mit dem E-Bike fahrt. Weil es sind doch 5,5 Kilometer, die man auf der Straße so zu Fuß geht. Also das ist einmal das erste ins Watzmannkorn, ist sehr kein Thema zum Finden, ist alles sehr gut ausgeschildert. Zustieg ist ein bisschen schwer, wenn man es nicht weiß, wo, recherchiert es da selber noch ein bisschen nach. Im Internet gibt es viele Informationen. Ich habe euch den Zustieg gezeigt, wie Stand heute war, wir sind jetzt im August 2020, kann aber gut sein, dass der ein oder andere jetzt in Versuchung gerät, da eben diese Markierung wegzutun. Schauen wir mal, wenn es da bleibt, das ist natürlich cool. Die Tour selber, es sind extrem viel Schlaghacken drinnen, es sind viele Ringe drinnen,
oben außer am Grat sind noch ein, glaube ich, war ein paar Hacken auch. Also man kann da gut sichern. Die Routen, Schlüsselstößer 3+, kann man auch 0 machen, so wie ich es gemacht habe. Der Flo ist sicherlich ganz normal vorgestiegen, aber es ist halt ja, ziemlich abgeschmiert da. Generell, man könnte theoretisch seilfrei gehen. Unser Zugang ist lieber mit Seil und länger leben. Erstbegehung ist so eine Tour sowieso nicht. Und Mut beweisen braucht man eigentlich auch nicht, weil das Tag ist sowieso nicht nur, weil du seilfrei gegangen bist. Im Gegenteil, gescheiter jetzt, sichert das durch und nachher habt ihr frei an der Tour nach der Schlüsselstelle. Also bei uns waren es insgesamt 3 Seillängen, die wir gegangen sind. Nach der Schlüsselstelle ist dann wesentlich einfacher. Vielleicht noch einmal eine kurze Dreierstelle und der Rest steiles Skigelände, 1-2er Gelände, mehr wird es nachher nicht. Routenfindung, ja, wenn du mal drinnen bist, ist auch relativ logisch. Die wichtigsten Stellen habe ich eben im Video drinnen lassen, damit könnt ihr euch eigentlich ganz gut vorbereiten. Oben auf einfach das einfachste Gelände suchen und dann seid ihr schon am Grat und habt gewungen. Abstieg, ja, wichtig, eben bis zum Gendarm zumindest. Ich habe mir nachher einen Helm auch aufgesetzt, noch einmal. Setzt euch einen Helm auf, man ist da wirklich oft dem Steinschlag ausgesetzt. Das könnte in die Hosen gehen und man kommt nachher direkt bei Pyramid raus, wo ich jetzt halt eh schon das Bier riechen kann. In dem Sinn, bewertet das Video, Daumen auf, Daumen oben. Wer in Zukunft nichts mehr verpassen will, ich kann es gar nicht oft genug sagen, abonniert den Kanal. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, egal was, unten rein in die Kommentare. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch, habet Ehre. Der Kerl bleibt geil.